Hallo liebe Freunde des aufreibenden Kampfes und herzlich willkommen zum zweiten Video der Reihe Karrieren. Nachdem ich euch in der letzten Folge Franco Di Santo vorgestellt habe, ist heute unser aktueller Nationalmannschaftskapitän und einer der vielleicht größten deutschen Fußballer an der Reihe, Bastian Schweinsteiger. Viel Spaß! Bastian Schweinsteiger wird am 1. August 1984 in Kolbermoor in Oberbayern geboren. Sein Vater war selbst Fußballspieler in Österreich und betreibt ein Sportgeschäft in Oberaudorf. In Kolbermoor wächst Bastian zusammen mit seinem 2,5 Jahre älteren Bruder Tobias auf, beendet später in München seine Schullaufbahn mit der mittleren Reife. Nach der Schulzeit absolviert er eine Ausbildung zum Bürokaufmann, ehe er sich ganz dem Fußball widmet. In seiner Kindheit ist Bastian Schweinsteiger noch nicht entschlossen, welchen sportlichen Weg er einschlagen will. Bis zu seinem 14. Lebensjahr ist er neben dem Fußball auch erfolgreicher Skifahrer. Einer seiner besten Freunde seit damals ist Felix Neureuther. Den deutschen Skiweltmeister lernt Bastian mit 10 Jahren in der Bayern-Auswahl kennen. Die Wege verlaufen entgegengesetzt. Während sich Neureuther ganz dem Skifahren hingibt, entscheidet sich Schweinsteiger 1998 mit 14 Jahren dazu, die Skistiefel an den Nagel zu hängen und von seinem Jugendverein, dem TSV 1860 Rosenheim, in die Jugendmannschaft des FC Bayern München zu wechseln und ins Jugendinternat nach München zu ziehen. Beim deutschen Rekordmeister durchläuft er von nun an 4 Jahre lang die Nachwuchsmannschaften und gewinnt 2001 die deutsche B-Jugend sowie 2002 die A-Jugendmeisterschaft. In der Saison 2001-2002 gehört er der zweiten Mannschaft des FC Bayern an und bestreitet bis 2004 34 Spiele für die Bayern Amateure. Ab der Saison 2002-2003 gehört Schweinsteiger offiziell dem Kader der ersten Mannschaft an. Am 13. November 2002 debütierte er in der Champions League gegen den RC Lens, als er in der 76. Minute für Mehmet Scholl eingewechselt wird. Am 7. Dezember 2002 feiert er auch sein Bundesliga-Debüt beim 3:0-Sieg über den VfB Stuttgart. Am Ende seiner ersten Profisaison darf sich der 18-jährige Doublesieger nennen. Im Alter von 20 Jahren wird Schweinsteiger erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert und bestreitet sein erstes Länderspiel gemeinsam mit Lukas Podolski beim 0:2 gegen Ungarn in Kaiserslautern am 6. Juni 2004. Kurz darauf kann er mit der EM-Teilnahme in Portugal auch sein erstes internationales Turnier verzeichnen. Die deutsche Nationalmannschaft scheidet allerdings kläglich nach der Vorrunde aus. In den folgenden Jahren etabliert sich Schweinsteiger sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft als Stammspieler. Bei der WM 2006 im eigenen Land wird er mit der DFB-Auswahl Dritter und liefert sein bestes Turnierspiel in der letzten Partie um Platz 3 gegen Portugal ab, als er 2 Tore selbst schießt und ein weiteres Eigentor erzwingt. Am 27. April 2008 trägt Schweinsteiger in Abwesenheit von Oliver Kahn und Lucio nach der Auswechslung von Willy Sagnol erstmals die Kapitänsbinde des FC Bayern. Am 20. August übernimmt er auch in der Nationalmannschaft nach der Auswechslung Miroslav Kloses die Binde. Allerdings wird dem inzwischen 24-Jährigen fehlende Professionalität und ein Ausbleiben seiner Entwicklung unterstellt, wofür er oft hart kritisiert wird. Zur Saison 2009-2010 setzt ihn der neue Bayern-Trainer Louis van Gaal vom Flügel ins zentrale Mittelfeld. Auf dieser Position erstarkt Schweinsteiger wieder und entwickelt sich über die Saison zu Bayerns Spielgestalter im defensiven Mittelfeld. Am Ende der Saison verspielen Bastian und die Bayern das Triple im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand und holen nur das Double. Im Anschluss an die Saison spielt Schweinsteiger als Vizekapitän hinter Philipp Lahm eine überragende Weltmeisterschaft in Südafrika und führt die deutsche Nationalmannschaft bis ins Halbfinale, in dem sie knapp dem späteren Weltmeister Spanien unterliegt und anschließend wie schon 2006 zum dritten Platz. In den darauffolgenden Jahren ist seine Karriere von Verletzungen geprägt. Oftmals erleidet Schweinsteiger nach mühsam erarbeiteten Comebacks erneute Rückschläge. Zum Ende der Saison 2011-2012 wird er allerdings wieder fit und trägt mit seinem verwandelten Elfmeter im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid maßgeblich dazu bei, dass der FC Bayern sein ersehntes Finale da Hoam erreicht. In diesem ist es ausgerechnet er, der im abermaligen Elfmeterschießen vergibt. Die Bayern müssen sich dem FC Chelsea geschlagen geben und verpassen erneut nach 2010 den Gewinn der Champions League. Wieder wird Kritik laut und Schweinsteiger wird öffentlich angeprangert. Als er dann mental angeschlagen bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine mit der deutschen Nationalmannschaft wieder einmal im Halbfinale ausscheidet, wird Schweinsteiger als Sinnbild für eine Generation dargestellt, die zwar gut Fußball spiele, aber nicht in der Lage sei, große Titel zu gewinnen. Dem widerspricht Schweinsteiger in der darauffolgenden Saison 2012-2013 sportlich, mit dem Gewinn des Triples mit dem FC Bayern München. Er ist es persönlich, der mit einem Hackentreffer am 28. Spieltag in Frankfurt vorzeitig den FC Bayern zur Meisterschaft schießt.
Am 25. Mai 2013 gewinnt er erstmals in seiner Karriere die Champions League im Londoner Wembley Stadion mit einem 2:1-Sieg über Borussia Dortmund und besiegelt den ersten Triple-Gewinn einer deutschen Mannschaft aller Zeiten am 1. Juni mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Nach der Saison wird Schweinsteiger zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien krönt Bastian Schweinsteiger seine Karriere mit dem Gewinn des Weltmeistertitels am 13. Juli im Finale mit dem 1:0 über Argentinien. Seine persönliche Leistung im Finale des Turniers wird als eine der besten in seiner gesamten Karriere angesehen. Trotz harter Fouls der argentinischen Mannschaft, die ihm unter anderem eine Platzwunde zufügten, sowie zahlreicher Krämpfe, spielt Schweinsteiger die vollen 120 Minuten durch und steht wieder einmal sinnbildlich für seine Generation, allerdings dieses Mal im Zeichen des Respekts und nicht der Kritik. Nach dem Rücktritt Philipp Lahms unmittelbar nach dem Turnier ist Schweinsteiger seit 2014 offiziell Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. In seinem 500. und letzten Pflichtspiel für den FC Bayern am 23. Mai 2015 erzielt er zugleich sein 45. und letztes Bundesligator für den deutschen Rekordmeister zum 2:0 Endstand und der Meisterschaft 2015. Vor der Saison 2015-2016 wechselt Schweinsteiger nach 17 Jahren mit 8 Meistertiteln und 7 Pokalsiegen im Alter von 30 Jahren vom deutschen Rekordmeister FC Bayern zum englischen Manchester United, wo er einen 3-Jahres-Vertrag unterschreibt und wieder einmal auf seinen Förderer Louis van Gaal trifft. Er ist bis heute gemeinsam mit Oliver Kahn und Mehmet Scholl Rekordmeister der Bundesliga und alleiniger Rekordpokalsieger. So Freunde, das war die zweite Folge aus Karrieren. Welch eine große Karriere von Bastian Schweinsteiger, der trotz vielen Verletzungen und harter Kritik immer wieder zurückgekommen ist. Und seine Karriere ist noch längst nicht vorbei. Kommentiert doch mal, was ihr davon haltet. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Sportliche Grüße, bis bald!